Vor langer Zeit, an einem sehr eigentümlichen Tag, lockte mein Spiegel jemanden aus dem Bett und verschaffte ihm Einlass in meine Werkstatt. Ich weiß nicht, ob der Spiegel nur Unruhe stiften wollte oder böswillig handelte. Vielleicht wusste er, dass der neugierige Eindringling eine Rolle zu spielen hatte in meinem Projekt. Ich war gerade dabei, mein neuestes Werk zu vollenden. Eine Welt für Dinge, die in Vergessenheit geraten waren. Zufrieden mit meinem Werk legte ich den magischen Pinsel beiseite und zog mich in meine Gemächer zurück. Hätte ich gewusst, welche Ereignisse folgen würden, ich hätte Farbe, Pinsel und Verdünner weggeschlossen. Jo, und es handelt sich um Mickey Epic für Nintendo Wii und Start. Mein erstes Grabber-Blind-Projekt fällt mir gerade mal ein und meine Wii-Fernbedienung. Extras. Mal kurz schauen. Okay, man sieht, ich habe schon ein bisschen gespielt, also ich habe lediglich bis dahin gespielt, wie ich mein Weihnachtsspecial gespielt habe. Und ja, ich fange einfach ein ganz neues Spiel an. So. Dann gehe ich einfach hier drauf. So, und löschen. Ja. Und dann fangen wir mal ein völlig neues Spiel an.
Ach, ich freue mich darauf. Habe ich überhaupt auf das Spiel schon die ganze Zeit über gefreut, schon seit ich die ersten Bilder davon schon gesehen habe, sag ich mal. Messer. Mit einem Auge. Wurde ja auch gesagt, dass das so neben Paper Mario, sag schon, neben Super Mario Galaxy und Galaxy 2 zu den schönsten Wii-Spielen überhaupt gehört. Boah. Oh, Leute, ihr müsst überlegen, dieses Spiel ist ab 6. Voll übertrieben, ey. Ja. Ja. Was für eine Herztransplantation, oder besser gesagt, ja. Böse, ey. Der Pinsel. Mickey's Inside. Das komische Schattenwesen. Vernichte es, Mickey. Das sieht wirklich schon richtig gut aus, das Spiel. Was macht er denn? Und wer ist das überhaupt? So. Ach, Herr Gewöp. Hier drüben! Du Schrauben... was? Du Schraubenwärmer? Nicht getroffen! Hier drüben, Mickey! Wer ist denn das? Egal. Kümmern wir uns erstmal um die Maschine Auftrag hinzugefügt. Flieh aus dem Schloss. Dann werden wir denen mal nachgehen. Ja, so. Hüpf und hüpf. Und Mickey kann auch Doppelsprünge machen, das finde ich ganz toll, so. Hier sind wir sicher, Mickey. Dieses Bedienungsfeld kann von einem Wirbelmove beschädigt werden. Für einen Wirbelmove musst du die Wii-Fernbedienung schütteln. Probiere ihn an jedem Objekt um dich herum aus. Um dieses aufzubrechen. Wer bist du denn überhaupt, so komisches Ding? Egal, man weiß ja nicht mal, was das für ein Ding sein soll. So. Wenn das Bedienungsfeld zerstört ist, kümmere dich um dieses hier. Meine Wii-Fernbedienung spricht mit mir, und prima, noch ein Wirbelmove sollte reichen. Hallo, ja, okay, watsch. So. Und es ist schon leicht angeschädigt, sag ich mal. Hier waren noch Fässer, die machen mal kaputt. Ja, ist ein Herz oder sowas. Kann ich allerdings nicht einsammeln, was haben wir hier? Lass mich bloß in Ruhe. Ja. Nichts, was ich gebrauchen könnte. Blub. Okay, hier kann ich also eines in die Luft wirbeln, sag ich mal, so. Und batsch, herrlich, so. Das kann ich bestimmt später gut gebrauchen, hoffe ich zumindest. Und da ist eine Schatztruhe.
Drücke schnell den A-Knopf, um einen kleinen Sprung zu machen. Drücke und halte den A-Knopf gedrückt, um weiter zu springen. Weiter und länger zu springen. So. Einmal so. Wieder viel. Weiß nicht, ob das dann Moneten sind. Ah, okay. Okay, das ist cool. Man kann also auch so länger springen, wenn man es einfach gedrückt hält. Wow. Okay, der sticht zu. Quatsch. So, wow. Dinger hier kaputt machen? Nee. Natürlich nicht. So. Ja, die Grafik gefällt mir wirklich echt unglaublich gut, ne? Na, das Ding hier noch. Zerstöre dieses Bedingungsfeld, dieser mechanische Arm wird ausgeschaltet. Okay, Batsch. Und Batsch, ne? Schau, durch die Zerstörung des mechanischen Arms ist ein Geheimraum zum Vorschein gekommen. Nimm dir ruhig einen Moment Zeit, um ihn zu durchsuchen. Das werde ich tun. Komm zu mir, wenn du bereit bist, und wir verschwinden von hier. Okidoki, das werden wir machen. Aber wie komme ich da vorne hoch? Moment mal. Mir fällt da gerade mal was auf. So. Ich gucke mich hier überhaupt erstmal um. Okay, ich kann weiter runterfallen, mich dann aber mit einem Doppelsprung noch... was? Egal, habe ich jetzt nicht gelesen, aber... Ich meine wahrscheinlich nur, dass ich wieder hier Sachen kaputt machen kann. Ich schaue mich hier mal ein bisschen weiter um. So. Vielleicht finde ich hier ordentlich was. Wäre ja schön... Das Biest von Die Schöne und das Biest. Als Wasserspeier, weh? Ah? Oswald, gütiger und gerechter Herrscher über das Wasteland. Der Hase ist der König über das Wasteland? Okay. Wird das auch nochmal an? Was ist das denn? Okay, das kann ich auf jeden Fall nicht ansprechen. Das sah auf jeden Fall sehr böse aus. So, da habe ich alles kaputt gemacht. Genau, da hinten konnte ich nochmal hoch. Das schaue ich mir nochmal an. So. Hier sind... So. Ah, okay. Und hier ist nochmal... Genau, so eine Schatztruhe habe ich hier nochmal gesehen. Kann ich das kaputt machen? Ja. Okay, nicht gerade kaputt machen, aber... Ich konnte was damit anfangen, sage ich mal. So, wow. Dann gehen wir doch mal in den Geheimraum. War der hier... Dieses komische Hasending. Eine Maschine. Was ist das denn? Egal, was ist das? Extra-Inhalt freigeschaltet. Labor des verrückten Arztes 2. Da muss ja irgendwo noch das erste zu finden sein. Also schaue ich mich hier nochmal weiter um. So. Truhe kaputt machen. So, und da ist nochmal eine rote Truhe. So. Das kaputt machen. Ja. Das ist bestimmt Kies, oder? Ah, warte. So. Ah. Was haben wir denn da? Neuer Gegenstand gefunden. Bronzeanstecker. Okay. Gut gemacht. Das ist einer der Sammelstecker, die du im Wasteland finden kannst. Viele von ihnen sind einzigartig und erinnern an bestimmte Ereignisse oder Orte. Versuch möglichst viele zu sammeln. Okay, werden wir machen. Okay, die habe ich ja schon... Leicht beschädigt. Kann das ja auch nochmal ansprechen, ja. Achso, das ist genau dasselbe. Hier war doch noch viel mehr, genau. Hier sind Truhen, sag ich schon. Gott, Fässer, so, mein Gott. Ja, da gehe ich besser mal nicht durch. Aber hier ist ja bestimmt noch irgendwas. Auch nicht. Ich sehe sonst wirklich gar nichts. Warte mal. Nein, hier ist sonst überhaupt nichts. Also gehen wir mal hoch.
hüpf. Ach ja, endlich mal wieder ein Blind-Projekt. So, hüpf. Ja. Und dann noch ein Spiel, was ich unbedingt gerne besitzen möchte oder wollte. So, und jetzt habe ich es. So, wer bist du denn überhaupt? Ich muss nach Hause. Ich wurde von diesem Tintenmonster hergebracht. Das Schattenphantom. Es besteht aus Farbe und Verdünner. Das Phantom hatte große Angst vor diesem Pinsel. Wow. Das ist der Verdünner. Er löst alles auf, was gemalt wurde. Donnerwetter. Was man mit diesem Pinsel jetzt machen kann oder so. Das ist Farbe. Sie stellt wieder her, was man... Du bist ein echter... du bist kein schlechter Künstler, mein Gott. Sind die schnelle Dialoge hier. Du steckst voller Überraschungen. Voll die coolen Animationen irgendwie. Wahrscheinlich hast du das Phantom aufgesaugt. Aber ich bin immer noch ich. Üben wir. Okay. Drücke den Z-Knopf, um Verdünner zu benutzen. Drücke den B-Knopf, um Farbe zu benutzen. Am Ende des Korridors befindet sich der Hof, der uns an das aus Dunkelröschen Schloss rausbringen wird. Keine Sorge, ich werde immer da sein, wenn du Hilfe brauchst, obwohl du mich vielleicht nicht immer sehen kannst. Aber wie heißt du überhaupt, du komischer, weiß ich nicht, was du auch immer sein sollst? Egal, ich mache an dieser Stelle auch erstmal wieder Schluss und sage bis zum nächsten Part, Leute. Also, ciao.